Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich habe die Vorstellung der Ergebnisse des IAB-Betriebspanels interessiert verfolgt. Die Tatsache, dass Beschäftigte ohne Tarifbindung im Schnitt 10,5% weniger verdienen und eine Stunde länger arbeiten müssen, zeigt, wie wichtig die Tarifbindung für Arbeitnehmerinnen ist. Selbst bei den Arbeitgebern, die sich an eine Tarifbindung orientieren, das klang ja eben also an, ist die Einkommenslücke immer noch bei 8% zu Betrieben, die tarifgebunden sind. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, nämlich sinkt die Lohnquote infolge dieser Auswirkungen. Auf der einen Seite steigt die Kapitalertragsquote und die soziale Ungleichheit vergrößert sich. Die neue Zusatzstichprobe des sozioökonomischen Panels hat gezeigt, dass das reichste Prozent der Bevölkerung mittlerweile rund 35 statt 22% des individuellen Nettovermögens auf sich vereint. Die Tarifbindung sinkt seit Jahren. Das ist ein enormes Problem, weil eine niedrige Tarifbindung ein Grundprinzip unserer Wirtschaftsordnung aushöhlt, nämlich die Tarifautonomie. Wenn die Tarifpartner nicht mehr die Instanz sind, die für die Gesamtheit der Beschäftigten aushandeln, wie Löhne und Arbeitsverhältnisse gestaltet werden, dann müssen mehr und mehr Regelungen direkt vom Staat gesetzt werden. Das ist keine gute Entwicklung, aber es ist die logische Konsequenz, wenn nur noch ein Bruchteil der Betriebe im Tarifrecht bleibt. Die Tarifbindung im Land Bremen ist besonders niedrig, und das wurde auch schon gesagt, entsprechend der Arbeitnehmerstudie, dass wir nur noch bei 18% der Betriebe im Land Bremen sind, die noch in einer Tarifbindung sind. Man denkt oft, das hätte mit der Wirtschaftsstruktur zu tun, aber auch wenn man diesen Faktor herausrechnet, etwa die Betriebsgröße, dann sind die Tarifbindungen in Bremen in etwa 20% niedriger als im westdeutschen Schnitt. Das signalisiert Handlungsbedarf. Deshalb kann sich die Haltung meiner SPD-Kollegin nur bekräftigen, dass zukünftig Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden müssen. Bislang können die Arbeitgeber jede Allgemeinverbindlichkeit blockieren. Hier ist der Bundesgesetzgeber am Zug. Mindestens muss ermöglicht werden, dass die öffentliche Hand bei einer Pattsituation im Tarifausschuss den Ausschlag geben kann. Noch besser wäre es, die Zustimmungspflicht der Spitzenorganisation ganz abzuschaffen. Wenn Arbeitgeber und Gewerkschaft in einer Branche die Allgemeinverbindlichkeit beantragen, dann verstehe ich nicht, warum der Arbeitgeberverband das verhindern können sollte. Aber auch auf Landesebene besteht Handlungsbedarf. Das Tariftreue- und Vergabegesetz sollte so gestaltet werden, dass auch bei öffentlichen Aufträgen Tariftreue sichergestellt wird, auch über die Baubranche hinaus und auch für europaweite Ausschreibungen. An der Umsetzung entsprechender Maßnahmen arbeiten wir im Ressort und der Koalition ja auch bereits gemeinsam zusammen, und ich hoffe, dass wir da auch bald was vorlegen können. Das schauen wir uns dann ja auch an. Das wurde ja eben schon angekündigt. Wir sollten auch Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung ins Auge nehmen, um gerade neuere Unternehmen zu motivieren, in die Tarifbindung einzusteigen. Und das klang hier eben gerade auch schon an, was die Studie gezeigt hat, dass es gerade die Unternehmen der letzten Jahrzehnte sind, die sich neu gegründet haben, die den Weg in eine Tarifbindung, in eine Tarifpartnerschaft als solches nicht finden. Und darauf müssen wir, glaube ich, auch gemeinsam Antworten suchen. Aber wir müssen, das muss ich auch an meine Koalitionspartner und uns selbst kritisch hinterfragen, warum sich Bremen selbst denn einen kommunalen Arbeitgeberverband leistet, in dem man auch tarifungebunden Mitglied sein kann, und warum viele Beteiligungen und Tochterfirmen der Freien Hansestadt Bremen nicht tarifgebunden sind. Es ist ja nicht nur so, dass laut Senatsantwort vom Juli 10 von 31 Beteiligungen keinen Tarifvertrag haben, darunter die Botanica, die Glocke, die Messe und das Reha-Zentrum der Geno. Dazu kommt noch eine lange Reihe von Haustarifverträgen, die in aller Regel schlechter sind als die Flächentarifverträge. Das gilt zum Beispiel für den Flughafen, Fischereihafen und für die Servicegesellschaft der Geno. Hier bleibt für uns als Koalition auch noch einiges im eigenen Zuständigkeitsbereich zu tun. Dieser Senat muss das Ziel verfolgen, dass im öffentlichen Sektor Tarifbindung ohne Wenn und Aber gilt, mit Tarifbindung für alle Beteiligungen und ohne Tarifbindung Leid in Form von Anlehnung und Haustarifverträgen. Bereits das wäre ein wesentlicher Schritt, die unterdurchschnittliche Tarifbindung im Land Bremen anzuheben. Danke.